Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Ja, ich starte gerade hier, weil ich euch was zeigen wollte, und zwar... Badups. Das hier ist ja unsere Welt, wie ihr sie kennt, und dann habe ich mir jetzt überlegt, warum die Welt nicht mit einer Mauer umgeben und dann innerhalb der Mauer alles mit Fackeln ausleuchten, alles fertig bauen, so dass wir innerhalb der Mauer zum Beispiel überhaupt keine Zombies mehr haben, alles fertig haben und dann irgendwann uns im äußeren Teil kümmern wollen. Darum habe ich jetzt einfach mal angefangen und ja, es würde dann ungefähr so aussehen. Sag mal, kommt hier lang. Und dann hätte man zum Beispiel hier die Mauer. Ne? Hier zum Beispiel hätte ich jetzt die Mauer angesetzt. Hier würde es dann runtergehen. Immer noch, hier könnte man dann jetzt hier... Das hier wird natürlich weggemacht, das hier. Dann könnte man jetzt hier den Gang auf das Feld hier ansetzen, was man dann eventuell noch über den ganzen Fluss vergrößern könnte, wenn das jetzt so klein geworden ist. So, mal testweise so. Hier würde man durchkommen zum Beispiel. Und dann hätte man hier zum Beispiel, also hier würde dann, hier würden dann Gänge entstehen, einzelne Etagen, genau wie hier. Wo man dann auch, sagen wir mal zum Beispiel, man macht sich dann hier so eine Treppe nach unten. Tada. Und lässt dann nebenbei hier noch den normalen Gang weiterlaufen. So würde das ungefähr aussehen. Das ist, so müsste es sein. Lässt dann den normalen Gang hier weiterlaufen. Und hier zum Beispiel gibt es eine Brücke drüber über die Dings. Und das draußen ist dann halt die andere Seite. Dann könnte man noch gucken, ob man hier eventuell irgendwas einbaut. Gegen Spinnen zum Beispiel, sowas hier. Zum Beispiel im zweiten einfach so ein Ding hinsetzen, da kommen die Spinnen nämlich auch nicht mehr hoch. Sieht sogar noch edel aus irgendwie. So. Da muss man sich überlegen, vielleicht baut man auch noch Lavabuchten so rein, indem man einfach... Obwohl Lavabuchten sind wahrscheinlich schwer zu machen. Da muss man dann mal gucken, wie man das macht. Ja, das ist mein Plan und ich glaube, den werde ich auch umsetzen. Wenn euch das nicht gefällt, die würde dann ungefähr hier lang gehen, die Mauer. Wahrscheinlich um diesen Hügel herum hier. Oder hier würde das dann so einschneiden, hier so. Die Farm würde es noch mitnehmen. Das Dorf da draußen nicht mehr. Und dann würde es wahrscheinlich hier einmal so rumgehen. Hier so ein bisschen rüber. Das, da weiß ich nicht, ob ich das nochmal einschließe, wahrscheinlich nicht. Müsste man mal schauen. Okay, das war's auch schon zu der Mauer. Ich werde nicht zu lange in dem Ding bleiben. Und dann begeben wir uns mal in unsere Welt, wo die Mauer nicht steht. Und wir gerade hier hinten stehen und es Nacht wird. Und deswegen gehen wir schlafen. Dam, dadam, dam, dam, dadam. Ich frage mich mal, ich schaffe hier mal eine Tür einzusetzen. Ne? Gute Nacht. Oh. Okay. Die Felder haben wir abgeerntet. Und bin mir gerade nicht sicher, was ich jetzt noch als nächstes machen soll. Wahrscheinlich hier so ein bisschen noch die Dings fertig machen. Ich habe aber keine Zero, ich habe keine Blätter mehr, ein paar Tulpen hätte ich noch als Dekoration, was haben wir noch hier so, auch nichts mehr, ich hätte auch mal die Tulpen jetzt irgendwo hin. Tada. So, machen wir es mal so. So schön, auch zu viele. So. Da noch eine hin.
dann einen hinsetzen und dann einen hinsetzen und dann einen hinsetzen. Toll, hä? Jetzt haben wir ein paar Tulpen gesetzt. Die machen wir ja noch hier hin. Was sind wir nur für Helden? So, den Rest tue ich da einfach mal begrünen, da kommen auch noch mal ein paar Blumen raus. Tada. Ja, das Grünzeug nicht mehr ausgereicht, siehst du. Ja, das wäre dann hier so der Pilzpark. In dem einige Pilze noch nicht wachsen wollen. Ein bisschen Grünzeug könnte man hier noch einbringen. Und Fackeln anbringen auf jeden Fall. Die Pilze haben nämlich alles sehr verdunkelt. Muss ich sagen. Deswegen haben sich hier dann nachts die Hürden der Zombies gesammelt. So, okay. Hier können wir noch Zaun setzen. Bis hier rüber. Und dann kann ich gleich mal diesen Zaun entfernen. Weil hier kommt ja dann die Mauer hin. Die können wir auch gerne aus normalen Steinen machen. Ich habe es nochmal mit anderen Steinen probiert. Das ist mir relativ egal im Endeffekt. So. Dann wäre der nächste Schritt. Ach, jetzt habe ich. Ach, jetzt. Ja, wir sind natürlich auch Helden, ne? Also ich bin Held. Jetzt habe ich mir das Zeug hier angebaut. Jetzt habe ich keine Schaufel der Behutsamkeit mehr und kann es gar nicht mehr abbauen. Haha, haha. Ich bin ein Blitzmerker. Dö. Na gut. Dann würde ich vorschlagen, dass ich jetzt erstmal hier den ganzen Kletterradatsch ins Lager räume, weil das Lager ist momentan auch so ein bisschen unbenutzt von uns. Schrägstrich mir. Ich darf nicht immer unter uns zerreden, dann war ich's alleine. Bin sehr böse, Junge. So. Damit sich das Lager mal ein bisschen füllt, habe ich dann irgendwas zu essen dabei. Nein, ich habe Eier dabei. Kann ich mir gegen das Gebälk klatschen. Bop. Ist kein Huhn entstanden, oder? Nee. Als gerade irgendwo geschnappt. Warum lag das so? So. Und das ist ja sowieso mein Hauptziel eigentlich. Aber schießt auf mich. Das ist sowieso mein Hauptziel eigentlich, dass wir hier dann irgendwann eine Gegend haben, in der wir uns sicher bewegen können, ohne dass ein Zombie entsteht, ein Creeper oder sowas, weil das ist einfach ziemlich nervig. Deswegen leuchte ich ja auch so viel mit Fackeln aus. Das ist ja eigentlich mein Hauptziel, so dass wir keine Creeper oder so einen Spaß mehr haben. Das ist die Holz- und Brettertruhe. Da habe ich momentan nichts. Stein und Koppel. Stein. Erde und Gras. Machen wir hier mal eine Fuhre hin. Erde. Laub habe ich gerade keins mehr, aber da ist viel drin. Lehmtreppe und Lehmstufen. Treppen und Stufen habe ich Stein nur. Steintreppen. So. Hier. Aus Holz gecraftetes. Zaun. Sandstein und Sandsteinstufen haben wir nicht. Holztreppen, Holzstufen, Steinkoppel, Sticks. Auch hier liegt aller mögliche Scheiß drin, können wir gleich mal mitnehmen. So. Da waren zum Beispiel gerade Holztreppen drin, gell? Genau. Die kommen aber hier rein.
Okay, was haben wir noch so? Ja, so ein bisschen Grünzeug und sowas, wir alles dabei haben. Hier haben wir normales tierisches Produkte. Hier kommt das da rein und dann haben wir hier Zombiefleisch und Creeperpulver und Spinnenaugen. Und dann haben wir hier das. Oder mal nach unten fortsetzen. Dann haben wir hier noch ein bisschen davon. Dann haben wir hier die unterschiedlichsten Blumen. Die Pilze packe ich mal hier runter. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Warum sind die alle so komisch verteilt? Karotten kommen mal hier hoch, genauso wie Kartoffeln. Blumen hingegen kommen hier so eingeordnet. So. Karotten in drei Reihen dann halt von mir aus, das ist mir auch egal. So, Äpfel auf zwei verteilt, Melonen auf zwei verteilt. Bäume auf drei verteilt. So, dann haben wir hier Baum, dann haben wir hier eine neue Blumenart, dann haben wir hier noch Pilze, dann haben wir hier noch, ich kann mal auf zwei verteilen. Dann haben wir hier noch Seerosen. Dann haben wir noch eine Pfingstrose, die haben wir auch noch nicht, dann kommen wir hier runter mit. Das war's dann anscheinend auch schon. Huch, achso. Da oben haben wir, ich brauche mal die, das ist, brauche mal hier die Schilder. Schilder? Neverstein, Quarz, Quarz, etc. So, dann ist das. Pilz. Huch. Pilz. Gehört natürlich auch der Museum dazu. Okay, Kürbis habe ich nur, das gehört eigentlich mit hier rein. Kürbis, hier noch zwei rein, so. Hier habe ich noch eine Enderperle, die gehört eigentlich mit hier rein. So, dann packe ich hier jetzt einfach mal... gleich noch runter, ne? Hier unten müsste eigentlich irgendwo Rüstung, Waffen, Pfeile, Schallplatten, Fackeln, Lampen, Glas, Fenster, Stein und Eisencrafting. Ach, da habe ich sogar noch zwei gehabt, siehst du mal. Stein und Eisencrafting und dann habe ich hier jetzt noch Hacken. Kies und Flint. Aber nichts dabei. Alle anderen Materialien. Kohle und Eisen. Machen wir hier mal ein bisschen Kohle hin, so. So, Eisen. Holzkohle. Tada. So. Rüstung. Ach, hier ist die Werkzeugkiste. Okay, alles klar. Dann räume ich das einmal mal schnell hier rein, weil das brauche ich jetzt erstmal nicht. Trank der Heilung haben wir jetzt noch dabei. Was ist das hier? Das ist Wolle. Das ist eine Pflastersteintreppe. Die kommt hier runter. Jetzt haben wir hier noch ganz viel Scheiße. Dann kommt jetzt mal hier hoch.
Loot von Tieren. War da nicht gerade was dabei? Genau, da war eine Feder dabei. Dann war hier noch das dabei. Dann haben wir hier noch Kürbisse gehabt, Quatsch, Melonen gehabt. Redstone, Schrägstrich, Glowstone kommt hier runter. So. Neverstein kommt nach oben. Neverziegel ebenfalls. Neverzaun ebenfalls. So. Dann kommt in die Stickkiste wieder die Sticks rein. Dann haben wir irgendwo eine Wollekiste gehabt. War das die hier? Genau. Wolle, Teppiche, TNT, so, hier ist eine Workbench, was haben wir hier, Tränke, huch, von einem Moment, Tränke. Tränke, so was haben wir's. Mein Wolle habe ich dann noch dabei. Die kommt dann natürlich hier hoch. So. Glas. Glasscheiben. Natürlich auch bunte, kommt drauf an. So. Dann können wir die Schilder weglegen. Und die Redstone-Fackeln da erstmal rein. Hier haben wir noch Truhen drin, Spaß. Hier wird die Redstone-Fackeln kommen her. Und Glas habe ich hier unten schon. Okay. Nein, lass uns